Einen wunderschönen guten Tag, ihr milden Kerle. Willkommen zu einer weiteren gruseligen Folge Phasmophobia. Heute auf der Willow Street. Hallo, lieben Max, ich bin auch dabei. Auf Profi wieder einmal? Ja, natürlich. Heute mit der lieben Jessica Lee. Also, letztes Mal hatten wir einen typisch deutschen Namen. Barbara Wiese. Schon wieder vergessen. Keine Ahnung. Und heute haben wir jemanden aus der Lee-Familie. Omas Gast. So, nehme ich wieder selber mit. Genau. Sicherungskasten ist in der Garage. Da wollen wir einfach mal loslegen, hä? Da wollen wir mal richtig legen. Es schneit. Warum habe ich nicht Carbon? Ah ja. In der Garage, sagst du? Braucht man nicht. Ja, genau. Okay, wir haben wieder die coole Ecke. Sehr schön. Bin in der Waschküche angelangt. Ecke, klar, die Ecke ist echt cool, muss ich sagen. War die auch schon immer die Ecke? Die Waschecke? Ja. Klar, schnell die Erinnerung. Hat die Tür geklingt? War das hier drüben? Ja, das muss hier direkt gewesen sein, an der Garagentür. Ja, Garagentür muss es sein. Bist du hier? Hörst du mich? Ja, schon wieder. Hörst du mich? Frage ist nur, bist du hier? Welcher Raum? Wo bist du? Ja, bedauerlicherweise habe ich Thermometer mitgenommen. Hier ist 1 Grad. 1,7. 0,7. 2,1. Hier drüben. Und in der Garage? Ach, warte, ich gucke. Warte mal, nee, der ist in der Küche. So wie es klingt. Ja, hier. Ich denke, der ist in der Küche. Okay, verlässt du kurz den Raum hier drüber? Okay. Nochmal sprechen kann, ohne alleine. Bist du hier? Kannst du mich hören? Bist du freundlich? Wir haben ein Orb. Schön. Oh, cool. Der hat auch geantwortet, aber ich habe gefragt, bist du freundlich? Und er hat gesagt, yes. Nee, das hat er nie gesagt, glaub mir. Ich glaube nicht, dass er freundlich ist. So, wir haben ein Geisterorb und die Geisterbox. Yes! Ich hole mal weitere Sachen. So. Ich komme. Last Christmas. I gave you my heart. You gave it away. Willst du eine Kerze mitnehmen? Kann ich machen, ja. Haben wir noch was mit Kreuz? Nee, Foto. Och, mit Kreuz? Nee, war Kerze. Ich bin bescheuert und kann nicht lesen. Ist in Ordnung. Ach, die kannst du gleich so anmachen. Ja, klar. Also, nee, ich hab vorher angemacht und dann in der Hand genommen. Nee, weiß ich, aber das meine ich ja. Oh, MF. 3. So. Warte mal, wo hab ich die Kamera? Da. Hatten wir eben auf den Dings geguckt? War 3. Sendet mir nicht. Achso, nee, das hab ich nie. Puste die Kerze aus. Oder schreib etwas ins Buch. Gib uns ein Zeichen. Ich hab Angst. Okay. Hallo.
Hat er irgendwas bewegt? Also keine Türen oder so besetze. Also jedenfalls nie. Wo ich drin war. Ich habe nochmal das Buch umgelegt. Haben wir mal nach links geguckt? Nach den. Nach Dots? Besetzen oder nee? Nach Dots, na vielleicht. In Onryo kann man doch nicht sehen, oder? Weiß ich gerade gar nicht. Nee, ich frag, ob es war Paco, oder? Das auslöschen. Ja. Na, gehen wir mal rausgucken. Wenn der bedroht wird, jagt der Geist weniger gerne. Ja. Du siehst sehr bedrohlich aus. Es kann eigentlich kein Ding sein. Kein Onryo. Ich weiß nicht, wenn es Dots sind. Wenn es Dots sind, ja, sind Yokai. Also wenn es Dots sind, wäre es ein Yokai, aber die dürften wir auch. Hätten wir auch, dürften wir auch von drin sehen. Yokai, da ist doch schnell Sanity verlieren, ne? Der hat einen größeren Einfluss am Geisteszustand oder wie war das? Nee, das war das Sprechen in der Nähe, verärgert ihn. Ah. Die wahrscheinlich. Und bei einer Jagd kann ein Yokai nur Stimmen in seiner Nähe hören. Also wenn wir weiter wechseln, können wir sprechen, wie wir wollen. Was könnte es sonst noch sein? Die Temperatur haben wir nicht. Damit kann es sonst noch eine Mare sein. Eine Mare hat eine höhere Wahrscheinlichkeit anzugreifen, wenn sie sich im Dunkeln aufhält. Die Schwäche schaltet man die Lichter um eine Mare ein, verringert sich die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs. Okay, da haben wir also Mare oder Yokai. Buch oder Dots. Sollen wir Otto mal umlegen? Mm. Also Dots müssen wir eigentlich. Nein, eigentlich müssen wir das trotzdem sehen, wenn wir das sehen. Ja, eigentlich schon. Ja. Also müsste das Buch sein. Das wäre dann eine Mare. Kerze, aber wahrscheinlich ausgegangen. Ja, das war normal. Ah, okay. Ich hab grad Feuerzeug gemacht. Das ja, gehen wir nochmal rein, bleiben im Dunkeln, dass die angreift. Mare war dunkel? Ja, genau. Gut, also wahrscheinlich ist es eine Mare, sag mal. Okay. So. Und wenn sie halt an. Wenn sie angreift, ich hätte Dings mit, ne? Ich auch. Ah, oh, okay. Ich mach die Katze. Ist ein Event. Okay, der hat hier nämlich die Tür zugemacht. Ich meine, danke. Ah, die ist hier unten. Die ist ja in der Ecke. Ach! Oh, die ist cute. Oh, wie die da unten lag. Gib mal einen Kussi, ja. Wo wollen wir denn hingehen, hier hinter zu gehen? Ah, das ist ja alles so klein hier, ne? Ja, das ist hier wirklich. Wenn die hier jagt, wenn wir hier gerade stehen, haben wir keine Chance, dass ich mal drüber stehe. Lass mal in den Keller gucken gehen. Da gibt's nämlich auch ein sehr gutes Versteck. Manchmal. Ja, hier könnte auch ein Pentagramm sein, ne? Ja, genau, hier hinten. Ich kenne das Versteck oder ist da ein Pentagramm? Nee, Versteck. Oh. Aber es ging gerade eine Tür, ne? Zu meiner. Ich glaube, da hat die noch zugeknallt. Wir müssen noch entkommen und ein Foto schießen. Eine Mare hat auch die Fähigkeit öfters. Ja. Sind an. Werf's hin, bitte. Danke dir. Ja.
Nee, was ich sagen wollte, eine Mara hat auch erhöht die Chance, Lichtschalter auszumachen, kann sie aber nie anmachen. Deswegen würde ich gerade mal Licht anmachen und mal gucken, ob das ausmacht. Okay, ich würde mal neue Räucherstäbchen holen. Also ich nehme an, es Ja, ist auf jeden eine. Fall. Und holy shit, war das close, ne? Ich bin quasi durch sie durchgelaufen mit Räucherstäbchen. Ja, das ist. Ach, die hat Kerze Ja, das habe ich gekriegt. schon gesehen. Da hat es aber angefangen zu jagen, als ich das sagen würde. Ja, gut, Denetisto. Foto, das machen wir. Foto würde ich einfach skippen, weil Foto ist halt echt. Ansonsten würde ich nochmal gucken, ob wir was im Buch stehen haben. Ja, also ich nehme mal an, so aktiv wie die ist, werde ich schon durch die Dots gelaufen. Ja, denke ich 100 auch. Pro. Denkst du eine Also wir Mare? gehen ganz stark davon aus, dass es eine Mare ist. War ich ja vorher schon. Was hätte es sein können? Eine Mare und ein Und Yokai. oder ein Yokai, genau. Ja, das Sprechen in der Nähe verärgert sie und erhöht die Chance eines Angriffs. Bei Yokai, aber das wäre ja nicht wirklich passiert. Würde ich auch nicht sagen, nee. Ich meine, war zwar unglücklich, dass die genau dann angefangen hat zu jagen, wo ich das Licht angemacht habe, aber das würde ich einfach mal so sagen, dass sich das scheiße überschnitten hat. Willst du die? Wir nehmen noch ein paar Pillen und gucken nach dem Knochen. Eine Wir reicht, nehmen eine oder? Pille. Eine Pille und nach dem Knochen gucken, damit es spannend bleibt. Ja. Wie war da? Dann werfe ich mein Dings hier hin. Ja, da sind wir gerade so Moment. über 50, das passt. Passt, ich nehme ein Foto. Sonst ist es ja zu langweilig und nehme noch. Ich hab noch mal den Dings mit den Räucherstäbchen, falls du suchst, ne? Das passt. Mir ist gerade eine Schneeflocke vom Bildschirm runtergeflogen. Und die war tatsächlich. Die war sehr cute. So, also wir waren. Gott sei Ja, sei ruhig, sei ruhig. Wir waren hier hinten dann wirklich drin, ne? Hier ist der Knochen, hier ist der Fuß. Dank. Ich habe einen Fuß. Verfluchter Gegenstand noch gucken. Oh, da habe ich Wo ist der ehrlich Fuß? gesagt auch noch keinen gesehen. Hier auf dem Bett. Okay. Eine Puppe wird auf die irgendwo sein. Aber ich glaube für den verfluchten Gegenstand. Oder das Spiel, oh, die ist halt auch relativ klein. Boah, die ist aber auch sehr unbemerkt, ne? Pentagramm ist es nicht. Nee, nee. Hast du die Probe ja schon mal gefunden? Nee. Bisschen schadet es, die immer einen festen Platz haben. Ja, das stimmt. Das stimmt. Geh mal runter. Schön. Ich gucke hier unten nochmal, ob hier unten nur irgendwas liegt. Hilfe, ne? Die Tarotkarten können auch irgendwo oben liegen, das weiß ich. Aber ich weiß gerade nicht mehr genau wo. Ja gut, ich würde nicht weiter gucken. Alter, einfach die Säge hier runtergeworfen. Ido. Ido gefunden, Max. Sehr schön. Mach's an. An und raus. Hab ein Bild. Alter. Ich hab ein Bild. Oh. Ich wollte die nochmal ausräuchern. Schön, Alter. Die war direkt bei dir. Ja, die war direkt da, Alter. Ich hab's auch noch nicht erlebt, dass ein Geist immer kriecht. Ja, nee, ja, doch. Hab ich das jetzt richtig? Dots, Alter, die ist gerade durch die Dots. Als ob die jetzt durch die Dots ist. Alter, das hat sie uns nochmal gegönnt. Das hat sie uns Das ist ein gegönnt. Yokai, Alter, okay. War die nett, Alter. Also Ja, ohne Witz, warte. Haben Jessica, wir nicht, okay. Jessica, du bist eine gute. Als ob wir hätten es jetzt verkackt.
Weißt du, wir haben der schöne Musik gespielt und dafür hat sie uns den letzten Hinweis gegeben. Einfach ehrenhaft war die. Ist wirklich so, da gehen wir direkt los hier. Alter, so ist schön. Immer doch. Was eine Ehrenfrau. Das eine Ehrenfrau. Ganz zum Schluss in der letzten Sekunde gibt die uns den letzten Hinweis. Und auch sehr geil ist, sie hat exakt 500 Meter zurückgelegt. Interessant, das sehe ich leider nicht mehr. Wo sehe ich jetzt die Mission? Ach scheiße, ich kann. So Leute, ich würde sagen, das war dann eine schöne Abschlussfolge, Phasmophobia. Auf jeden Fall. Abschlussfolge? Keine Ahnung, wo Abschluss. Es war eine schöne Folge, Phasmophobia mit einer dramatischen Wendung. Ja, wo wir fast versaut hätten. Also ein Glück habe ich noch mal Die geguckt. Mare war anscheinend ein Yokai. Wer hätte das gedacht? Hat sie sich gut versteckt. Nee. Schön nochmal die Spieluhr gefunden und da ein schönes Ständchen gespielt und das hat ja so gefallen. Ist wirklich so, Alter. Nee, aber mal gucken, was wir in der nächsten Folge kriegen, hä? Oder vielleicht kommt ja auch was anderes, mal schauen. Mal gucken. In dem Aber Sinne, Wiedersehen, eure ciao. milden Jungs.